Hallo und ein herzliches Willkommen zu Forest Village. Ja, wahrscheinlich zu einer allerletzten Aufnahme. Ich werde nämlich jetzt so eine Aufnahmesession noch machen, weil ich möchte die Sachen hier, die hier noch nicht fertig sind, die möchte ich noch zumindest noch bauen, bevor ich das Let's Play dann quasi ganz beende. Es wird weiterhin ruckeln. Ich weiß, ich habe es nicht geschafft, es irgendwie hinzukriegen. Biegen und wie auch immer. Ich hoffe, ihr schaltet trotzdem alle ein. Nochmal richtig hinsetzen. Und wenn ich mich heute so ein bisschen anders anhöre, dann bin ich ein wenig verschnupft. Oh, ja. Ein wenig Mitleid, bitte. Nein, bitte nicht. Ist ja meine Schuld. Keine Ahnung, wie der Schnupfen da hinkam. Der war einfach da. Und wie gesagt, ich möchte hier so ein bisschen die Sachen noch machen. Und es wird halt eine längere Session werden. Also das heißt, ich werde die Videos wahrscheinlich dann schneiden. Ich weiß noch nicht, wie ich die schneiden werde, wie lang die werden. Ich weiß noch nicht, wie lange ich aufnehmen werde. Oder ob ich das überhaupt dann aufnehmen kann, wenn das zu sehr ruckelt. Weil wenn ich jetzt den Play-Button hier wieder drücke, dann ja, ist immer noch einfache Geschwindigkeit. Die einfache Geschwindigkeit ist immer noch das Beste, was es gibt. Und es gibt tatsächlich immer noch Leute, die hier Straße bauen. Ja, die hinten immer noch die Straße bauen. Ich hab gar nicht gewusst, dass da hinten die Straße gebaut wird. Ne? Habe ich nicht mehr dran gedacht. Dann habe ich jetzt die beiden Lager habe ich jetzt erstmal pausiert, weil das irgendwie zu viel war. Ich muss noch gucken, was ich noch aktiviert habe. Ich wollte das jetzt eigentlich auch dann beenden erstmal. Aber der macht da einfach nichts. Hier ist auch Pause. Nee, das soll noch gemacht werden unbedingt. Das muss noch fertig gemacht werden. Der soll ja abgebaut werden, genau, damit ich den wieder dran machen kann. Und der soll wahrscheinlich auch abgebaut werden, ne? Nee, der soll dran gemacht werden, okay. Ja, dann mach das bitte auch. Also gleich, wenn ich anschalte. Ich habe noch ein paar andere Sachen noch da hinzugepackt, also beziehungsweise ich möchte die zumindest sehen, bevor ich das Let's Play ganz beende. Denn ich habe noch eine Mod habe ich noch installiert. Genau, das andere mache ich dann gleich mit euch zusammen. Ich habe nämlich hier noch einen Leuchtturm. Den möchte ich nämlich noch ganz gerne bauen. Oder würde ich bauen lassen, wenn die denn da hinkommen. Aber vielleicht sollte ich da in der Nähe erstmal so ein paar Häuser bauen, damit ich da. Oder vielleicht sollte ich mir. Warte mal. Vielleicht sollte ich mir ein Haus irgendwo bauen, damit die da bauen können oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich mir. Warte mal, ich gehe mal in ein Haus. Ein ganz stinknormales Haus, egal. Und dann drehe ich das mal eben so. Warte. Ich mache mal hier so ein paar Häuser hin. Einfach mal, um zu gucken, was überhaupt passiert. Ich werde hier jetzt ein Haus hinmachen. Ich werde hier so ein Haus hinmachen. Und ich werde hier so ein Haus hinmachen. Und dann. Und dann sieht das scheiße aus. Gut, dann mache ich das anders. Dann mache ich das nochmal. Und zwar mache ich das hier in der Ecke hin. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Und dann kann ich hier. Dann kann ich hier nachher so einen Weg da reinführen noch. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Und dann mache ich das Haus auf jeden Fall auf Pause. Und das Haus auf Pause. Dann können sie das Haus noch bauen. Wenn sie das dann bauen. Wenn wir nicht wieder alle Leute wegsterben. Also es ist jetzt keiner hungrig. Ja, es war gerade eben, ich habe gerade eben noch mal ein bisschen laufen lassen, also ein wenig. also die Zeit ein bisschen vorlaufen lassen. Und um zu gucken, wie weit das noch ruckelt. Aber wenn ich auf einfach habe, dann ja, läuft das so einigermaßen. Ist auch nicht optimal, aber es läuft so einigermaßen. Und ich will ja auch sehen, wenn jetzt hier der Turm hier endlich mal fertig ist. Wir sind jetzt gerade bei der Hälfte. Was dann passiert, ob dann die Position wirklich schneller läuft oder ob irgendwas schneller läuft, ich weiß halt ja gar nicht genau. Und wie gesagt, ich möchte die Sachen hier alle noch bauen. Also das möchte ich auf jeden Fall noch machen.
Und dann schauen wir mal. Hier, also wie gesagt, hier habe ich einen Leuchtturm und hier hinten habe ich auch noch einen Leuchtturm am Stissel. Wo ist der? Was wird das? Das ist eine Scheune. Ach so, okay. Aha, ja, ich verstehe. Leider muss ich das erstmal pausieren. Weil die Leute einfach zu blöd sind gerade. Da habe ich noch keinen zugewiesen, ne? Ja, macht nichts. Ne, Gusseisen wird jetzt auch auf keinen Fall. Und hier habe ich noch einen Leuchtturm am Stissel. Damit die dann schön geleuchtet werden, wenn dann die Schiffe von weit her kommen. Dass sie dann sehen, ah, da ist Land in Sicht. Ja, und ich habe mal ein paar Fischersachen hier gestoppt, ein paar Fleischsorten, weil ich möchte wissen, ob die jetzt wirklich Kartoffeln nehmen oder nicht mehr, weil irgendwie wird das immer mehr, aber keiner nimmt was und deswegen verhungern die alle, weil die irgendwie die Sachen nicht mehr nehmen. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich das Obst mal wegpacke, ob die dann wirklich die Kartoffeln dann alle nehmen. Weil wie gesagt, wir haben 243.000 Kartoffeln. Ich habe jetzt die Felder. Habe ich nur noch ein paar Super Potatoes. Ich habe keine. Ich habe hier Zuckermais, aber hier ist noch Passinaken drauf. Und dann wird das dann Zuckermais. Und hier habe ich noch Super Potatoes. Ne? Aber das sind halt nur 952. Wie gesagt, das könnten dann auch nochmal wieder. Ja, ein wenig für Schaden oder für mehr Stand hier bei den Kartoffeln sorgen. hier habe ich noch Pause. Warum? Ach so. Ja gut, weil wir auch genug Werkzeug haben, ne? Genau, 493 haben wir noch davon. Und das habe ich jetzt pausiert. Also hochwertiges Werkzeug habe ich jetzt erstmal pausiert, weil ich das nicht machen möchte jetzt. Dann bin ich noch am Überlegen. Ja, vielleicht soll ich jetzt mal anmachen nach 7 Minuten. Guck mal, so läufst du auf jeden Fall noch ruckelfrei. Sobald ich den Play-Button drücke, sieht das ein wenig anders aus. Ach ja, ich wollte noch was bauen mit euch. Da war noch ein Haus, was ich bauen wollte. Ausgebaut. Nein, das ist nicht hier. Da, den Bauhof wollte ich nur machen. Ach, ist nicht dein Ernst. Okay. Der Bauhof ist nämlich auch so eine Art Lager. Kann ich den hier zwischen machen oder so? Ja, das wär cool, wenn ich den dann hier so zwischen machen kann. Und dann kann ich den hier machen und ich weiß, da hinten ist auch ein Lager in der Burg, aber ich will es halt zum Ausprobieren noch haben. Ist das denn jetzt? Also irgendwie sieht es aus, als wenn das Dings wäre, aber. Hä? Warte. Das sieht aus wie die Karawane, oder? Wie der Karawanenstall. Ich muss den noch mal wegmachen, glaube ich, weil. Der Eingang ist irgendwie scheiße gerade. Warte mal. Nein. Ist das jetzt der Eingang? Ja. Das scheint wohl der Eingang zu sein. Okay. Wenn ich das jetzt drehe, ja, dann ist das natürlich doof. Dann ist das hier. Nee, ist schon nicht so. Okay. Ja, dann will ich mal gucken, ob das auch wirklich das wird. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal die Sache einschalten und dann werde ich mal schauen. Ich habe ein bisschen Angst gerade, aber egal.
So, auf die Plätze. Fertig. Warte mal, mache ich mal so. Ja, das ist jetzt ganz doof, wa? Naja, macht nichts. So, los. Na, und ihr merkt schon, es läuft, es läuft, es läuft. Nicht. Ja, also das muss man sagen. Ich hoffe nur, dass sie das überhaupt noch hinkriegen oder dass sie das, ja. Ich hoffe, dass sie ein paar Sachen vielleicht kriegen. Sie haben ja zumindest mal den einen Turm da schon gebaut, ne? Den einen Wachturm. Den haben sie schon mal gebaut. Das finde ich schon mal nice. So, ein Bauhof wurde gepackt. Genau, das wurde gemacht. Straße wurde gebaut. Kriegen das? Also, wenn ich jetzt nach hinten scrollen will, dann werde ich einfach hier unten auf Pause drücken und damit ich dahin kann. Dann werde ich mal gucken, wie weit die da mit der Straße sind. Weil wenn ich jetzt hier andauernd nur zugucke, wie das hier gebaut wird und das hier gebaut wird und das eine Haus wird da gebaut, dann ja, das Haus wird dann soll noch gebaut werden und dann sind die ja hier noch dabei, die Straße zu bauen. Ich muss mal eben hier zugucken, hier so. Ich zoome mal ran, so, ja. Okay, gut, jetzt kann ich weitermachen. Weitermachen, Leute, weitermachen. Ja, guck mal, da kniet hin und baut noch Hamlet noch auf den Boden, damit er platt gemacht wird, ja. Weil da wird ja Straße draus, ja, also Feldweg eigentlich. Ja, und ich habe ja einmal, habe ich ja statt Feldweg Steinweg genommen. Ich habe das nicht gepeilt, ganz ehrlich. Naja, macht nichts. Aber auf Stein laufen die halt schneller, ne. Das sollte man vielleicht nochmal überdenken, dass ich vielleicht nochmal so ein paar Steinwege machen werde. Aber wahrscheinlich nicht mehr in diesem Let's Play. Wie gesagt, wenn das jetzt die letzte Aufnahme ist. Und wie gesagt, ich mache jetzt so eine, wer jetzt gerade eingeschaltet hat und sich denkt, was macht er hier? Ich mache jetzt so eine Aufnahmemarathon, solange wie noch geht. Ich werde versuchen, alle Sachen noch zu bauen, die noch pausiert sind. Die werde ich jetzt noch versuchen zu bauen. Und dann werde ich wohl und übel leider, weil das hier so unmächtig, so schnell läuft, so, boah, Alter, wir können uns vor Fertigstellung der Gebäude gar nicht vorstellen, ja, um jetzt mal so salopp zu sagen, ja, es läuft hier so richtig flüssig hier vorwärts, ja, und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, ich mache jetzt so eine letzte Aufnahme, vielleicht schaffe ich es ja sogar noch die 3 Folgen dann sozusagen in einer zu packen, damit ihr zumindest die nächste Woche noch eine Folge oder 3 Folgen dann habt. Und dann kann in der anderen Woche was Neues beginnen, denn da habe ich auch schon was im Plan. Und das wollte ich auch schon lange machen. Denn, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen möchte. Ich weiß das nicht genau. Ah, nee, ich sag's noch nicht. Also, ihr werdet euch dann nächste Woche schon drüber freuen. Und damit werde ich dann heute auch schon anfangen mit dem Let's Play. Und, also, zumindest schon mal aufnehmen. Und dann will ich mal gucken, wie das läuft. Da muss ich auch noch gucken, ob das mit Fraps läuft oder ob das mit OBS läuft oder ob ich mit der Gamekarte von der Grafikkarte da aufnehme. Keine Ahnung. Das weiß ich noch nicht. Da muss ich noch mal gucken. So, seid ihr denn jetzt hier fertig mit eurem Straßenbau hier? Straßenbau en masse. Ich hoffe nur, dass wenn ich da ein Haus gebaut habe, dass da, ich muss da in der Nähe auch noch einen Scheiterhaufen bauen. Weil da sterben ja auch immer zu sehr viele Leute. Und wenn ich da noch einen Scheiterhaufen baue, ich muss hier in der Nähe auch noch einen Scheiterhaufen bauen. Weil hier einfach viele Leute sterben. Und ich weiß nicht, ich habe ja ein paar. Ich muss mal wieder Pause machen. Sorry, Leute. Ich habe ja ein paar Sterbe. Ich weiß nicht, Scheiterhaufen. Habe ich ja. Hier habe ich einen Scheiterhaufen. Beim Dings habe ich einen Scheiterhaufen. Hier habe ich irgendwo einen Scheiterhaufen. Hier habe ich einen Scheiterhaufen. Da. Damit die Leute. Also, wie gesagt, die haben ja den Radius. Das heißt, die Leute, die hier jetzt sterben, die kommen gar nicht rein. Die kommen gar nicht in diesen Scheitergrad hin. So. Und die Leute, die jetzt hier sind, die haben hier. Also, die gehen halt hier die Leute rein. Und da ja hier keine Häuser sind, so ein Motto, ist das schon okay.
Dann müsste ich, theoretisch hätte ich jetzt hier noch einen Scheiterhaufen haben müssen. Also hier in der Ecke noch einen Scheiterhaufen. Damit die abgedeckt sind. Weil wenn die Leute sterben und da in den Häusern bleiben oder keine Ahnung, dann können die Leute auch Pest kriegen. Das ist natürlich auch doof. Oder wenn die Leute anfangen zu verhungern. Da, guck mal, da brennt schon wieder was. Da ist schon wieder was los hier. Hier ist was los. Wer ist denn hier schon wieder gestorben? Ja. Toll. Toll. Hast schön gemacht. Ehrlich. Ja, und dann habe ich hier auf dem Marktplatz noch mittendrin. Ein Scheiterhaufen, ja. Fand ich auch witzig. Aber hier die Leute, die jetzt hier sind, die können einfach so batzibum sterben. Ja, warte mal, ich muss da nochmal was machen. Wo habe ich denn die Scheiterhaufen-Sachen? Kruftbrunnen. Da ist Scheiterhaufen. Ich muss hier auf jeden Fall nochmal einen hinmachen. Hier mache ich jetzt noch einen hin. Und ich werde hier im Dings auch noch einen hinmachen, auf jeden Fall. Aber nicht vorm Tor. Ich werde das mal so ein bisschen hier hinten machen oder so. Oder hier. Oder hier hinten. Warte mal. Oder hier hinten. Ne, da möchte ich ja noch, wenn das fertig ist, oder fertig sein sollte, wollte ich ja eigentlich die Dinger noch bauen. Also müsst ihr es theoretisch hier bauen. Ist ja auch eigentlich egal, wo das gebaut wird, ne? So. Hauptsache hier drin ist ein Scheiterhaufen und ja, dann gucken wir mal. Ja, gut, dann lass ich wieder weiterlaufen. Das war eine scheiß Idee. Warte. Ich wollte nämlich eigentlich zu den Bauern, die hier die Straße bauen, dass ich hier weiter gucken kann. Aber ich finde das so mit der Grasanimation finde ich auch nicht schlecht. Ne? Das ist ja auch wie gesagt eine Mod, die hier so läuft. Ein paar letzte Wege, die Aufnahmesession. Ach ja, herrlich. Mal gucken, wie es so läuft. Mal gucken, ob ich die Aufnahme dann gleich in meinen anderen Player kriege, weil ich muss die Aufnahme dann rüberbringen in meinen anderen Rechner. Weil mein Magix Video Deluxe nimmt die Datei nicht auf. Oder will die Datei nicht haben. Und mein alter Rechner will die haben. Ich hoffe nur, die Datei wird dann nicht allzu groß, wenn ich jetzt sehr lange aufnehme. Ich weiß ja nicht, wie lange ich aufnehmen werde. Das weiß ich nicht. Das werde ich jetzt gleich gucken. Und dann werden wir mal schauen, was hier ist. Also anscheinend ist die Straße jetzt fertig, oder?